Heute Nacht hab ich geträumt von dir, du heiß geliebte Frau. Der Fürstensohn liebt eine Chansonette, eine Liebe, die nicht gut gehen kann und schließlich doch gut geht. Ein typischer Operettenstoff. Aber was ist das Besondere an der Csárdás-Fürstin? Erstens natürlich die geniale Partitur von Emmerich Kallmann, in der buchstäblich ein Weltschlager auf den nächsten folgt. Besonders ist auch der historische Hintergrund. Die Csárdás-Fürstin wurde 1915 mitten im Ersten Weltkrieg uraufgeführt. Und so lustig es die fidelen Gesellen im Budapester Orpheum auch haben, man spürt in jedem Moment, dass es ein Tanz auf dem Vulkan ist. Weißt du, wie lange noch der Globus sich dreht, ob es morgen nicht schon zu spät? Der Globus dreht sich jedenfalls so lange, bis Edwin seine Silva bekommt und der leichtfertige Graf Boni sich ganz ernsthaft in die Comtesse Stasi verliebt. Und schließlich lüftet die strenge Fürstenmama Anhilde das Geheimnis ihrer bewegten Vergangenheit. Anhilde, aber Mutter! Die Csárdás-Fürstin neu und nur an der Volksoper Wien.